So, da bin ich. Ja, wir haben unseren Supermarkt ein paar Tage geschlossen. Wir haben umgebaut. Und das zeige ich euch jetzt. Wir haben jetzt die Kassen hier ein bisschen nach vorne versetzt. Die Kunden können jetzt von hier aus sich anstellen. Kühlgeräte, eins ist noch unbenutzt. Hier haben wir die großen Tiefkühler. Da sind noch zwei Kühlschränke, sind noch nicht benutzt. Und dann habe ich halt lange Gänge gemacht. So, dann können die Leute hier einmal lang gehen und sich alles holen. Ich denke, das ist im Moment die optimale Platznutzung. Das ist meine Kasse immer noch. Das ist meine VIP-Kasse, also nur für ganz exklusive Kunden mache ich die nur auf, weil die bediene ich höchstpersönlich. Und trotz alledem machen wir jetzt mal auf, schon mal. So, dann gucken wir mal. Sieht alles noch recht gut gefüllt aus. Ah, hier noch nicht. Hier muss ich noch mal ein bisschen abscannen. Und der Handscanner-Mod, der hat eine Neuerung gekriegt. Dass man geht ans Regal, drückt erst die Steuerungstaste und dann die mittlere Maustaste und dadurch würde halt der maximale Bereich, der hier reingeht, dann bestellt werden. Machen wir mal. So, zweimal Shampoo. Gucken wir mal so schräg. Ja, also dann könnt ihr den maximalen Bestellartikel, die ja ins Regal passt, halt da rein bestellen. Ja, hier geht es ja nur einer rein wegen den großen Kartons. Genau wie hier. Wo könnt ihr das denn nochmal testen für euch? Ah, nehmen wir mal hier die Erdnussbutter. So, zweimal Filter. Und wie viel wird da? Gar nichts. Dann reagiert er also gar nicht. Das heißt, Regal ist noch voll. Oh, hier ist aber wenig Saft. Kartoffeln. Ah. Ah, Wasser habe ich hier noch eins liegen. Oh, das ist das mit dem blauen Ring. Okay. Also ein bisschen Milch bestellen wir auf jeden Fall. Hier kann ich es ja zeigen. Oh, hier ist ja nichts mehr drin. Ich gehe jetzt auf das. Steuerungstaste und mittlere Maustaste drücken und es hat da maximal bestellt, was hier reinpasst in diesen Bereich. So, machen wir hier auch mal. Ich hab ja Geld, ne? So, ein paar Sachen. Na, Pizza, denke ich mal, brauchen wir noch nicht bestellen. Haben wir noch genug. Joghurt ist auch noch voll. Die XXL-Eier, die 12er-Pack, bestelle ich mal ein wieder mit. Thunfische. Pürierte. Ah. Ja, ähnlich, glaube ich. So, gucken wir mal hier. Oh, Bierfässer. Bierfässer sind voll der Renner bei mir, wie ihr seht. Die Leute stehen einfach auf diese Bierfässer. Ich weiß nicht warum. Eddie, du sollst mich nicht immer ärgern, ne? Wo ist eigentlich Freddy und Mackie? Ah, Freddy ist da. Wo ist Mackie? 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 Wo ist Mickey? Hat jemand Mickey gesehen? Läuft er draußen rum? Ich sehe es nicht. So, ich muss aber noch weiter meinen Kredit abbezahlen. Ja, noch 19 Tage, dann ist er abbezahlt. So, meine Rechnung bezahlen wir auch noch mal. So. Ja, Lizenz, ja, die nächste, die. Sie kommt bald, bald, bald. Noch nicht. Also heute mal nicht. Heute probiere ich erstmal ein bisschen noch wieder ins Plus zu kommen. Darum, weil die nächste Erweiterung, die wird verflucht teuer werden. Aber auch die nächste Lizenz habe ich ja auch von einigen gehört, dass also dieses mit Lachs und Koteletts und so, das ist also richtig exklusives Sachen. Darum, also da muss ich ein bisschen Geldpuffer erstmal ausbauen. So, erstmal Kasse aufmachen. So, an die VIP-Kunden bitte einmal zu mir kommen. Aber nur die VIP-Kunden, ne? Ach, Claudia. Oh, heute mit dem süßen Zeug. Ja, ich weiß nicht, das ist nicht so ganz gesund. Und dann noch Pizza. Du willst doch deinen gut trainierten Körper erhalten, Mann. Okay. Ein Euro, ein Dollarchen. Ja, bitteschön. So, VIP-Kasse ist auf. Ich sag's nur noch mal. Ja, August.
Na, August, was riecht's denn? Oh, Kaffee? Nudeln? So viel Olivenöl? Du weißt ja schon, das ist zum Kochen, nicht zum Einschmieren gedacht, ne? Und richtig pfeffern willst du auch noch mit Mayonnaise. So, Carlos. Der möchte das gute Brot. Und, oh, du hast was vor, ne? So viel Eier. Aber du hättest auch die große Packung nehmen können. Mit den 12er-Pack Eier. Wäre einfacher gewesen als die kleinen. Aber na gut, na gut. So. Benny, alte Socke. Kleine Tüte Brot, ein bisschen Kaffee. Ah, du nimmst das große Eierpack. Das ist vernünftig, du. Und den tollen Krabbensticks. Ah, mit Karte kriegen wir hin. Er hätte wenigstens Tschüss sagen können, ne? Hat die Dame gerade was geklaut? Weiß ich nicht, bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, die hat mir was geklaut. Oh. Oh, oh, Carolachen. Oh. Ui, ui, ui. Oh. Heute gibt es wohl vier Rührei. Oder willst du so ein asiatisches Omelett vielleicht machen? Ei, Reis, ja. Könnte sein. So, und die nächste. Oh, die ist ein Model. Also ganz immer nett und freundlich sein zu Models, wisst ihr ja. So, Mehl. Oh. Ich möchte nicht wissen, was du vorhast mit zwei großen Hühnern. Nee, ich möchte nicht wissen. So. Was hat der denn mit den Reinigern hier vor? Du willst doch keine in der Wanne auflösen, oder? Ich frage ja nur. Ich habe zu viel Fernsehen gesehen. Da haben Leute immer mit solchen Flaschen, weißt du, die Leute in der Badewanne aufgelöst. So, du willst heute schwarzen Kaffee. Das ist aber nicht gut für die Pumpe. Das sage ich dir jetzt schon. Zu viel schwarzen Kaffee. So, du möchtest was backen. Kriegen wir auch hin. Und nebenbei dir deine Kugelfrisur erhalten. Mit Haare waschen. So. Und dann ist Ketchup. So viel Ketchup, aber keine Pommes. Hm. Na gut. Oh, wir sind gleich schon wieder richtig viel Geld auf dem Konto. So, VIP-Kasse ist noch auf, aber ich mach gleich zu. Hä, Johnny? Mann, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Na, was macht das Filmgeschäft? Als Regisseur, hä? Nicht so gut im Moment, ne? Durch die ganzen Streiks, ja. Ja, du kriegst bald wieder bestimmt Angebote, wieder Filme zu machen. So, Pizza. Jetzt kommen alle zu mir, ne? Zur VIP-Kasse, ne? Ja. Jetzt, wo ich zumachen wollte, ja, nein, für VIPs mache ich nie zu. Ich mache sogar um Mitternacht noch auf die Kasse. Oh, so viel Milch? Du brauchst wohl Tinte auf dem Fühlerchen, ne? Und wenn es nicht klappt, hast du Toilettenpapier zur Notfall. Ja. Wie, Bleichmittel nicht finden? Haben meine Einräumer das Bleichmittel nicht? Oh, das tut mir aber leid, ey. Das tut mir aber echt leid, ey. Mann, ich muss wohl mit meinen Einräumern. Es geht nicht. VIP-Kunden haben immer was zu haben. Wenn die was wollen, dann kriegen sie es auch. Da muss die Regale ein bisschen voll sein. Oh, das sind die Tortellini-Zwillinge. Die lassen sich immer aus der Kanone schießen, ne? Haben eine gute Schuhe. Aber reichlich Pizza nehmt ihr heute mit, ne, ihr beiden? So. So, was will denn dein Bruder denn noch? Ach, der nimmt die Cornflakes und den Käse. Und noch das gute Olivenöl. So.
So, ich mache Kasse jetzt mal zu. So. Oh, Jungs, wo ist das Bleichmittel? Ach, wir haben nichts mehr. Sag das doch gleich. Habe ich kein Bleichmittel bestellt heute? Oh, 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 oh. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen überlegen, ob ich nicht doch eine größere Regalmenge kaufe. Oh, wir haben so viel Geld jetzt auf dem Konto. Komm, wir bezahlen mal den Kredit erstmal ab. Vorläufig, komm. Dann bin ich den erstmal los, Heudi. Sind wir den Kredit noch losgeworden heute? So, ich mache jetzt Feierabend. Ihr räumt bitte ein, macht den Laden auch sauber. Und wehe, morgen früh liegt hier noch irgendwie Dreck rum. Dann setzt es was. So, macht euch noch einen schönen Abend. So, ich hatte 73 Kunden. Einer hat nicht gefunden, ja, war klar. Hab aber einen Profit gemacht von 3.918 Dollar und 80 Cent. Ja, ich würde sagen, dass der Laden läuft langsam, ne? Der Laden läuft richtig gut an. So, Jungs. Oh, ja. Läuft aber wieder nichts ohne mich, hä? Ja, guckt nicht so. Ihr sollt lächeln für die Kundin. Ach, Mann, Mann, Mann. Na gut, ich probiere die noch zu motivieren und wie es hier dann weitergeht. Mein Laden. Seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann, sag ich mal. Macht's mal gut. Ciao, ciao.